Die Highlights der Römerstrom Gladiators in der Saison 2021-22 werden euch präsentiert von Möbel Ehrmann. Playoffs Baby Spiel 3 in der Arena Trier. Über 2000 Zuschauer mit der Hoffnung auf das 2:1 für Trier. Nach der bitteren Last-Second-Niederlage aus Trierer Sicht die Leverkusen natürlich mit viel Selbstvertrauen angereist. Vor allen Dingen einer sorgt im ersten Viertel für richtig Alarm. Gooden auf Seiten der Gäste, der allein 12 seine insgesamt 18 Punkte in den ersten 10 Minuten erzielt und quasi im Alleingang für einen Superstart der Gäste sorgt. Trier irgendwie schläfrig, auch nicht mit der nötigen Intensität, zu langsam in der Verteidigung, immer wieder geschlagen von den schnellen und versierten Guards der Gäste. Jonas Grof dann mit dem ersten Hallo wach für die Fans in der Arena Trier. 9:20 der Spielstand, da schon ein deutlicher Trierer Rückstand. Nochmal Grof, er noch der Beste auf Seiten der Römerstrom Gladiators im ersten Viertel. Aber die Gäste haben Selbstvertrauen, der Schlusspunkt gesetzt von Merz. 14 Punkte bereits die Führung für Leverkusen nach dem ersten Viertel. Und sie kommen auch gut rein, der Dreier von Jostmann, kollektives Selbstvertrauen hier nochmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der Alley-Oop-Dunk sehenswert abgeschlossen von Dennis Heinzmann. Mit Ablauf der Shotclock immer wieder diese Treffer, die richtig wehtun aus Trierer Sicht. Wieder Jostmann mit den Punkten. Fast 20 Punkte Führung, da muss noch mal ein Lebenszeichen her. Sowas nämlich. Der Energizer schlechthin. Was für ein Alley-Oop-Dunk von Dan Monterosso. Trotzdem weiterhin eine stabile Führung. Gutes, versiertes Spiel, vor allen Dingen auch in der Verteidigung. Mit der Zonenverteidigung ein probates Mittel, das Trier vor große Probleme stellt. Zur Halbzeitpause eine deutliche Führung und Heinzmann dann auch mit dem nächsten Alley-Oop-Dunk und dem Ausrufezeichen Nummer 1 in der zweiten Hälfte. Trier jetzt aber wie verwandelt. Mit mehr Selbstvertrauen, auch mit besserer Ballbewegung, mit mehr Intensität, mit mehr Leidenschaft und vor allen Dingen endlich auch mit 3-Punkt-Würfen, die fallen und auch die Fans ins Spiel bringen. Dann Wiley mit dem nächsten Ausrufezeichen. Der Vorsprung schmilzt, die Arena Trier zu diesem Zeitpunkt ein Tollhaus. Jetzt Playoff-Atmosphäre in der Arena und Dan Monterosso legt nach, die Aufholjagd geglückt. Nur noch 2 Punkte der Rückstand. Ein wichtiger Dreier in dieser Phase. Reeves, der Mann der zweiten Hälfte, wie so oft auf Leverkusener Seite. Ein neuer Topscorer mit 20 Punkten. Ein gutes Inside-Game. Bacak mit dem Schlusspunkt aufs dritte Viertel. 6 Punkte der Rückstand. Geht da noch was aus Trierer Sicht? Brody Clark mit dem Mitteldistanztreffer. Aber Leverkusen versucht die Antwort. Wichtiger Stop. Austin Wiley, not in my house, mit dem sehenswerten Block. Die Gäste jetzt auch mit schlechterer Trefferquote und von Coast to Coast schnelle Fastbreak-Punkte von Gareth C. Tatsächlich, der Ausgleich ist da, 59 bei. Zeit, Verantwortung zu übernehmen für die starken US-Guards der Gäste. Gooden mit der Einzelaktion. Trier bleibt aber dran. Schönes Give and Go hier. Parker Van Dijk, Trierer Topscorer mit 16 Punkten, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte. Bester Mann in der Trierer Offensive. Aber immer wieder diese starken Aktionen. Reeves und auch Gooden tragen ihr Team und halten Leverkusen weiter in Führung. Hier super clever gemacht. Kann man drüber diskutieren, ob das wirklich noch Continuation ist. Meiner Meinung nach die Wurfbewegung erst nach dem Foul. Trotzdem das End-One und so nach den Punkten wieder eine 6-Punkte-Führung für die Gäste. Parker Van Dijk legt nach. Wichtiger Dreier. Die Crunch-Time, die letzten 2 Minuten. Trier kommt nochmal auf einen ran. Gareth Zeeb, gibt's jetzt die Wende in diesem Spiel? Die Antwort heißt erstmal nein. Karl mit dem Dreier eiskalt der Leverkusen. Nur noch 90 Sekunden zu spielen. Wieder Trier mit dem Anschlusstreffer zum 73:74. Erneut von außen erfolgreich Parker Wender. Jetzt sind wir in der Crunch-Time. Jetzt kommen die entscheidenden, die richtig wichtigen Plays. Und wieder übers Brett dieser Spencer Reeves erfolgreich. Und dann Gooden. Wieder Einzelaktion hoch abgelegt.
Das ist die individuelle Klasse, die du brauchst, um Spiele zu entscheiden. Trotzdem hat Trier nochmal die Chance auf den Ausgleich. Es muss ein Dreier her, aber was ist das denn? Das darf nicht passieren. Der Turnover knapp 30 Sekunden vor Schluss entscheidet dieses Spiel. Leverkusen in Form von Gudin mit etwas Glück auch cool an der Freiwurflinie. Verdienter Auswärtssieg unterm Strich. Eine desaströse erste Hälfte, die Trier sich so in einem Playoff-Spiel nicht leisten darf. Gareth Zee. Ich glaube, es war, ich will jetzt nicht Müdigkeit sagen, es ist einfach ein Mix aus allem. Wir haben die Fouls hinten bekommen, wir haben vorne nicht getroffen, die haben uns langsam gemacht durch die Zone, die haben gut getroffen. Es war alles zusammen, hat uns einfach nicht geholfen. Und dann haben wir im dritten Viertel geschafft, umzudrehen, aber am Ende hat es leider nicht gereicht. Und damit heißt es jetzt zweimal do or die. Trier muss zweimal gewinnen, um nicht auszuscheiden. Pascal Heinrichs. Ja, Leverkusen hat Zone gespielt, aber das machen sie schon die ganze Zeit. Und dann müssen wir, beziehungsweise selbst wenn sie ein Mann waren, dann haben sie auch die Zone vollgepackt. Und dann müssen wir von draußen aggressiv sein. Wir müssen die Würfe auch nehmen, müssen gefährlich sein und nicht zögern. Drauf damit und dann rebounden. Ja, das ist eine gute Stärke von uns. Daher, okay, natürlich, Leverkusen hat das nicht schlecht gemacht, aber ich sehe trotzdem den Fehler sehe ich ganz klar bei uns in der ersten Halbzeit. Also jetzt den Mut am Schopfe packen, alles reinhauen, was geht. Wenn nicht jetzt, wann dann? Heute Abend in Leverkusen und dann hoffentlich Spiel 5 vor vollem Haus in der Arena Trier am Sonntag. Das waren die Highlights der Römerstrom Gladiators Playoff Spiel 3 gegen Leverkusen, präsentiert von Möbel Ehrmann.